Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum vorletzten GPL-Spieltag. Ja, wir nähern uns schon ziemlich schnell dem Ende. Heute spielen wir gegen den lieben Shiro. Ich weiß gar nicht genau, wer unser letzter Gegner ist nächste Woche. Aber ich kann ja mal kurz nachschauen. Ich habe die Tabelle hier Gott sei Dank offen. Unser letzter Gegner ist tatsächlich der liebe Capgolord. Früher bekannt als Fnooper. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja gesagt, dass ich mir für den letzten Kampf was ganz Besonderes überlegt habe. Und das wird auch so bleiben. Aber kommen wir jetzt erstmal kurz zur Teamanalyse. Wir haben bei mir Megabibor, Krebutak. Wir haben ein Brigaron. Mein physisch-offensives Choiceband Donphan. Mein speziell-defensives Mandibuzz. Und mein Lashoking. Bei ihm haben wir Brutalanda. Wir haben Azumarill. Wir haben... Nicht das, doch, das Putter? Tyranitar, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, das ist das Putter. Mew, was natürlich immer ein Problem ist, weil wir nie wissen, wie es gespielt wird. Wir haben Aquana und wir haben Empoleon. Ich möchte gar nicht groß was analysieren, wir fangen einfach direkt an. So, an dieser Stelle musste ich kurz schneiden, tut mir leid. Wir fangen an, ich leade mit Megabibor, er mit Archer, seinem Empoleon. Das Lustige ist, das war tatsächlich unser zweiter Versuch für den Kampf. Bei unserem ersten Versuch habe ich direkt am Anfang mit meinem U-Turn gekrittet und er hat dann ein Crit-Burn-Siedewasser bekommen. Leider ist dann seine Verbindung abgebrochen und wir mussten den Kampf wiederholen. Aber wir haben gesagt, komm, scheiß drauf, wir machen genau dieselben Züge. Warum nicht? Der Kampf war ja jetzt nicht wirklich entschieden. Und ich glaube, er hatte mein Lashoking gecrit-burnt. Ich glaube, wir gehen hier jetzt direkt den Lashoking, denn das kann am ehesten die Angriffe tanken. Nee, gar nicht. Stimmt, das hat Brigaron. Ich hatte Brigaron reingeschickt. Warum hatte ich Brigaron reingeschickt? Warum man bei Brigaron mehr machen kann. Man merkt, ich kann meine Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Das Siedewasser macht uns natürlich so gut wie keinen Schaden. Wir heilen uns durch die Überreste, er heilt sich auch durch die Überreste. Und das ist ein Matchup, das wir noch relativ oft sehen werden. Dann das Match ging 38 Runden, ist also... hat also eine okaye Länge. Er geht direkt in Berserker und ich mache Igelsamen und hier ist beim ersten Mal die Verbindung abgebrochen. Deswegen wusste ich hier, was zu erwarten war. So, dem ist bloß, ich wusste nicht, wie er das spielt. Spielt er es speziell? Spielt er es physisch? Spielt er es bulky? Spielt er es voll offensiv mit Moxie? Er hat keinen Bedroher drauf, deswegen bin ich schon von Moxie ausgegangen. Und ja, er wechselt hier jetzt direkt aus, hat keine Lust auf die Egelsamen. Geht in Saber, sein Mew. Ich habe auch ausgewechselt, denn ich hatte Angst vor einer Flug- oder einer Feuerattacke. Und bin in Elizabeth gegangen, denn ich hatte fast mit dem Flammenwurf gerechnet. Er wechselt hier jetzt auch wieder aus. Wir merken schon, das wird ein sehr wechsellastiger Kampf. Geht wieder auf Archer. Und ich bin, glaube ich, auf Siedewasser gegangen. Ja. Hatte hier auf den Burn gehofft, aber wir wissen alle, Leute, Siedewasser ist nicht auf meiner Seite. Ich glaube, ich burn vielleicht mit 10% meiner Siedewasser. Statt mit 30%, wie es sein sollte. Ich wechsle hier jetzt aus, denn ich weiß, dass ich gegen das Ding nicht viel machen kann. Rechne hier damit, dass er die Tarnsteine rauslegt. Und wir werden sehen, er geht auf Siedewasser. Hat mich ein bisschen verwehrt, weil ich mir dachte, Tarnsteine wären eine gute Möglichkeit. Aber nee, tut er nicht. Er kriegt Gott sei Dank auch nicht den Burn bei dem Siedewasser. Und hier kann ich jetzt entweder auf den Holzhammer gehen oder auf den... Nee, hatte ich nicht. Ich habe nicht Holzhammer drauf. Ich habe Samenbomben und... Oh Gott, wie heißt die Kampfattacke? Hammerarm. Und Hammerarm drauf. Er geht hier aber auf den Eisstrahl. Wo ich mir gedacht habe, okay, hätte ich vermutlich erwarten müssen, habe ich aber tatsächlich nicht. Ich kann mich Gott sei Dank mit den Überresten und den Egelsamen ganz gut heilen. Das Problem ist, ich habe kein Spiky Shield auf dem Brigaron, ich habe noch Protzer drauf. Im Nachhinein hätte ich gerne Spiky Shield gehabt, aber ich habe mit dem Brigaron schon mal bei Pokémon Showdown ein bisschen gekämpft und so. Und Protzer auf dem Ding ist schon ganz nett. Nur natürlich nicht, wenn dein Gegner noch so viele spezielle Threats hat. Und er wechselt jetzt aus, geht wieder in Saber. Ich bin hier in dieser Runde auf den Hammerarm gegangen. Ist ärgerlich, ich glaube Samenbomben wären definitiv stärker gewesen, da er dem Neutral gegenübersteht. Samenbomben wäre rückblickend vielleicht besser gewesen, aber ich dachte mir, dass er wieder auf den Eisstrahl geht und deswegen bin ich auf den Hammerarm gegangen. Ich habe jetzt gerade quasi einen Free-Switch in Elizabeth, aber er predicted das, geht auf den Donnerblitz und hier sehen wir, es ist ein Life-Orb. Mew, was eine ziemlich gute Information ist. Er zieht es hier wieder zurück und schickt Archer wieder rein.
Ich hätte vielleicht das Match vorher einmal aufnehmen und das Ende des Matches vorspulen sollen, aber so schlimm ist das, glaube ich, gar nicht. Ich wechsle hier jetzt in Tusk. War ein sehr, sehr riskiger Switch. Eigentlich, aber er wechselt aus. Kann ich mit leben. Er schickt Rin in den Kampf und ja, wäre ich auf die Samenbomben gegangen, hätte ich es vielleicht überlebt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er in das Arcana geht. Wir sehen, hier wird ziemlich viel rumgeswitcht. Ich schicke hier jetzt Bam Bam rein, weil ich dachte, nee, das ist das physisch-defensive, das ich mit habe. Ich dachte, ich hätte das speziell-defensive mit, habe aber das physisch-defensive mitgenommen. Denn ich hatte ja meinen Nachschuhgegen für spezielle Defensive da. Jetzt schickt er Ryder raus. Und ja, Shiro ist dein Mann, den kann ich respektieren. Ich bin in dieser Runde auf das Ruheort gegangen, um mich zu heilen, während er halt geswitcht ist. Und tatsächlich geht er hier auf die Tarnsteine. Ich denke mir, okay, damit habe ich zu diesem Zeitpunkt gerechnet, da Empoleon sie ganz offensichtlich nicht hat. Bin deshalb aufs Toxin gegangen. Und ich bin mir gar nicht sicher, was ich hier jetzt machen wollte. Bin ich jetzt auf Ruheort gegangen? Ich glaube ja. Ja, er setzt hier die Steinkante ein, connected mit der Steinkante. Und er connected nicht nur, er crittet auch noch. Und ich bin auf Auflockern gegangen, weil ich seine Tarnsteine weghaben wollte. Und herausgefunden habe, Auflockern entfernt im Kampf kein Sandsturm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dachte ich immer, das macht er. Das scheint mir logisch zu sein, aber tut es nicht. Ich weiß, ich kann hier nicht drinnen bleiben. Und ich würde es dann lieber später im Geld Death Order benutzen. Gehe stattdessen in Woodchuck. Denn Woodchuck sollte das recht gut aushalten, aber er hat Eisstrahler drauf. Und das kann ich respektieren. Ich kann einen Mann respektieren, der so interessante Sets spielt. Der Sandsturm fügt mir hier 12 Schaden zu. Die Überreste werden mich nicht allzu sehr retten. Aber das Toxin macht ihn langsam aber sicher kaputt. Und solange ich den noch drinne behalten kann, ist alles in Ordnung. Hier opfere ich jetzt Woodchuck. Ärgert mich ein bisschen, denn wie gesagt, sein Team hat eine recht große Pflanzenschwäche, aber ich habe wirklich nicht mit dem Eisstrahl gerechnet. Da hat er mich gut überrascht und wie gesagt, das kann ich respektieren. Dafür überlebt er keine weitere Runde. Schon gar nicht, wenn ich Jim the Knight reinschicke. Und hier war ich am Überlegen. Gehe ich auf Bulldoze? Bulldoze hätte ausreichen können. Aber will ich es wirklich riskieren? Im Nachhinein hätte ich es vielleicht machen können. Ein Gift-Heap hätte ich auch machen können, aber ich bin nicht auf die Kehrtwende gegangen. Ich glaube, Gift-Heap hätte das Ding sogar one-hitted. Also, mit dem Crit. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber ich sehe hier, er ist definitiv physisch-defensiv ausgelegt. Mit dem Boyenhelm. Darum schicke ich jetzt Star-Lord rein. Und gehe hier einfach auf den Abschlag, denn ich möchte kein Siedewasser-Burn riskieren. Sonst hätte ich hier Dragon Dance, das wäre kein Problem gewesen. Aber nee, ich muss kein Siedewasser-Burn haben. Definitiv nicht. Rückblickend, ja, vielleicht wäre ja auch Wish gegangen, bla, aber warum riskieren? Da schickt er jetzt Sakura rein, sein Azumarill. Ich gehe hier auf Abschlag, macht ihm ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte weg. Ich nehme seinen Abschlag und dachte mir, yo, verreck ich jetzt am Knuddler. Aber der Knuddler geht daneben. Wir sehen, die Hex sind tatsächlich auf meiner Seite. Mit dem Crit und dem Miss. Ich kann hier jetzt auswechseln und quasi mein Bam Bam opfern. Mein Mandibus. Nochmal Schaden mit dem Beulenhelm machen. Und er hatte schon auf Skype zu dem Zeitpunkt geschrieben, hätte ja sein können, dass der auch noch misst. Das wäre sehr amüsant gewesen. Das wäre schon amüsant gewesen. Ja, ich wechsle jetzt in Star-Lord, hab nachgeguckt und tatsächlich reicht ein Krabhammer, um den hier rauszunehmen. Das fand ich ziemlich beeundruckend. Ich meine, ich weiß, ich bin Life-Up und Adaptability, aber eine Matsumeril über ein Drittel abzuziehen damit? Kann man mal haben. Ich weiß, er outspeedet mich und geht deswegen hier auf die Wasserdüse. Hier war auch wieder so ein Fall, wo ich mir gedacht habe, ich hätte es vielleicht aufheben können für das, ist das Despota? Ich hätte es einfach, doch, das ist Despota. Die Vorentwicklung ist Pupita und die Vorentwicklung davon ist Lavita. Das ist Despota. Er nimmt hier Schaden durch den Donnerblitz, durch den Life-Orb, ja genau, Life-Orb. Und hier weiß ich auch wieder, ich kann sicher auf Kehrtwende gehen, entweder er opfert Mew oder er schickt was anderes rein und opfert das. Es ist sehr effektiv. Mew ist damit auch down. Ich liebe Megabibo. Megabibo ist so ein tolles Pokémon. Und hier war ich jetzt im Überlegen, in was gehe ich rein. Ich gehe in Elizabeth. Ich glaube, er hat noch zwei Pokémon zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, er hat noch Despota und Brutalander. Ne, er hat noch Empoleon, ne? Ja doch, er müsste noch Empoleon haben. Hier legt er jetzt nochmal die Tarnsteine raus. Ich habe mir gedacht, schade, ich kann ja nichts mehr gegen machen, aber meinetwegen. Gehe ich auf das Siedewasser. Einfach wegen dem Step und ja, damit ist Despota draußen. Aber er hat nochmal den Sandsturm und die Tarnsteine rausbekommen und viel mehr wollte er, glaube ich, auch gar nicht. Der Sandsturm fügt mir hier Schaden zu. Natürlich, und jetzt schickt er Berserker rein. Den Switch habe ich nicht ganz verstanden, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht wollte er nur scouten, ob ich eine Eisattacke habe? Denn ansonsten hätte er direkt in Archer gehen können. Das hätte keinen großen Unterschied gemacht. Aber ja, ich greife jetzt mit dem Eisstrahl an. Der macht natürlich minimalen Schaden. Und wir werden jetzt sehen, dass interessante Dinge passieren. Wir sind beide ziemlich bulky. Wir machen uns beide gegenseitig keinen Schaden. Und er geht hier auf Siedewasser. Macht mir ein bisschen Schaden und kriegt nicht den Burn. Ich gehe hier auf Psychoschock. Psychoschock und Flammenwurf machen beide gleich viel Schaden an dem Empoleon. Das gibt sich nicht wirklich was. Vorausgesetzt, er hatte den Split, den ich predicted habe durch den Damage Calc. Aber ich dachte mir dann irgendwann, okay, du kannst eigentlich auf den Flammenwurf gehen. Vielleicht hast du Glück und kriegst den 10%igen Burn. Aber er geht hier, zeigt mir, dass er noch das Schutzschild dabei hat. Und ja, er möchte mich hier jetzt einfach so ein bisschen ausdollen. Er möchte sich selber natürlich hochhalten mit den Überresten und mich mit dem Sandsturm langsam, mit dem Chip Damage, wie es so schön heißt, niederhauen. Versucht mich hier noch zu burnen und kriegt ihn nicht. Also man merkt schon, Siedewasser ist nicht wirklich auf der Seite von irgendeinem von uns. Der Sandsturm legt sich hier. Ich sehe, Flammenwurf macht mehr Schaden als der Psychoschock, zumindest wenn ich mich nicht täusche. Und werde deswegen hier heute auf den Flammenwurf gehen. Er geht hier auf Siedewasser. Ja, das geht jetzt ein bisschen so hin und her. Ich wusste, dass ich irgendwann auswechseln musste. Einfach um meinen Regenerator-Boost zu bekommen. Flammenwurf macht ganz okay den Schaden, aber das Problem ist halt, er hat die Überreste, er hat das Schutzschild. Und er geht jetzt wieder aufs Schutzschild. Ich gehe wieder auf den Flammenwurf. Jacke die Hose. Ich glaube, er hätte zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon in Brutalander rauswechseln können. Ich hätte das nicht predicted. Er geht jetzt nochmal auf Siedewasser, hofft natürlich wieder auf den Burn, damit er mich ausdäuen kann. Und bekommt ihn immer noch nicht. Ich glaube, zu dieser Stelle war dann schon ein bisschen salty, verständlicherweise. Heilt sich hier wieder mit den Überresten. Und hier habe ich jetzt gedacht, okay, er wird höchstwahrscheinlich wieder aufs Schutzschild gehen. Deswegen gehe ich hier auf Donphan. Und mein großes Problem ist, ich habe nicht Ice Shard auf Donphan. Ich habe das damals nicht auf dieses Donphan raufgezüchtet. Und hätte ich es gemacht, ich glaube, ich hätte es nicht mal mit Ice Shard mitgenommen in dieses Match, weil ich nicht unbedingt seinen Brutalander erwartet habe. Ich kann mir ja mal kurz sein Team hier nebenbei aufrufen, seine möglichen Pokémon. Genau, ich hatte eigentlich nicht mit Brutalander gerechnet, dafür mit Mega Metagross und mit seinem Rotom Heat. Deswegen hätte ich den Eisschwitter so oder so nicht mitgenommen. Ich gehe hier auf den Feuerzahn und es war ein Crit. Ich glaube, wir hatten das noch besprochen und der Crit hat tatsächlich gemattert. Auch wenn ich ein Choiceband bin, er meinte, er ist so gedingens, dass er ein Erdbeben von mir überlebt. Nur dass da natürlich die Frage, hat er ein Choiceband Erdbeben predicted? Und ja, hier sehen wir jetzt, dass er mich kaputt machen wird, denn hätte ich in dieser Runde rausgewechselt, ja, hier kriegen wir nochmal einen Crit, aber statt auf den Feuerzahn zu gehen, vielleicht hätte mein Dingens einen Wutanfall überlebt. Das müsste ich eigentlich nochmal kalken. Vielleicht hätte Lashoking einen +1 Wutanfall überlebt und die damit Eisstrahl rausnehmen können. Aber es überlebt definitiv kein +2 Eisstrahl. Und hier wird er uns jetzt sweepen. Aber wisst ihr was? Ich kalk das jetzt mal. Wir haben mein Slowking. OU ist Soldier Slowking mit keinem defensiven Investment. Und wir haben Brutalander, das auf Englisch Salamence heißt. Nehmen wir mein Uber Dragon Dance Salamence. Wir sagen einfach mal, es ist Jolly und ist +1 und benutzt Outrage.
Ich hätte es höchstwahrscheinlich nicht überlebt. Er hat eine Chance von 92 bis 100, also macht 92 bis 109%. Er hätte eine 56,3%ige Chance auf ein One-Hit-KO. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass wir nicht 100% HP hatten, der Crit war natürlich sehr notwendig, hätte er uns wahrscheinlich rausgenommen. Wenn er Adamant war, dann sowieso. Von daher wäre es ein sehr großes Glücksspiel geworden. Wobei, ich habe gerade mit dem Level 100 das Stats gerechnet. Macht das einen großen Unterschied, wenn ich auf Level 50 rechne? Seit dem letzten Mal traue ich dem da nicht mehr. Machen wir mal. Wenn er Jolly war, hatten wir eine 30 mit den HP, die wir hatten, vielleicht eine 10%ige Chance, das zu überleben bei einem sehr, sehr Low Roll. Von daher, ich habe nicht gerechnet mit dem Salamence beim Teambuilding. War ärgerlich, aber hey, es ist Pokémon. Vielen Dank an Shiro für das Match und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr hier abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin und tschüss. Schaut euch noch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Bye, bye.